Grüß Gott, ich will ein Shop-My-Stash-Video machen, schon lange nicht mehr gemacht. Und es sind ein paar Sachen dabei, ganz viele, wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube, so viel schmiert sich kein normaler Mensch ins Gesicht. Mir ist auch gerade eingefallen, ich habe was vergessen. Ich weiß nicht, ob ich es nach der Reihe schaffe, ich hoffe es, aber ich bin mir nicht sicher. Als allererstes fange ich mit was anderem an. Das ist von Sleek, das habe ich von der Arbeit mitnehmen dürfen. Da klebt auch ein Haar drinnen. Sehr geschmackig, obwohl ich da immer mit den Fingern nur reingehe. Fragt mich jetzt nicht, wofür was ist. Ich vergesse es immer wieder. Leider. Aber es ist wirklich, wirklich gut. Ich finde, es tut die Rötungen sehr schön ausgleichen. Ich meine, jetzt in der Kamera scheut sich. Mein Bronzer ist geflogen. Ach Gott. Jedes Mal, wenn ich ein Video drehen will, schreibt mir jemand. Ja, da stehen hier auch hinten nur die Farben. Ich habe es aber fotografiert, für welche Farbe was ist. Und ich liebe dieses Ding. Ich liebe es. Es ist sowas von gut. Das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen von Sleek. Ich meine, die ist für dunkle Flecken, glaube ich, für dunkle Schatten auf dunkle Haut auszugleichen, die da. Und die restlichen alle kann ich alle verwenden, obwohl ich das Orangene trotzdem manchmal verwende. Das ist wirklich, wirklich gut, dieses Teil. Sollte ich es leer machen, würde ich mir sogar ein Original nachkaufen. Es fängt schon wieder an, alles chaotisch da zu werden. So, ich versuche mal die Make-up Base rauszufischen. Ich versuche es. Komm her, ich hab dich. So. Ja, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Es wird schon wieder ein Chaos-Video. Ich benutze in letzter Zeit den Perfect. Nochmal von vorne. Den P2 Perfect Face Refine and Prime Base Cream. Ganz schön langer Name. Das sieht so aus. Das habe ich mir mal in Deutschland mitgenommen, wo ich in Stuttgart, glaube ich, war. Mit dem Jan. Das ist schon ziemlich, ziemlich verwendet, obwohl ich es noch gar nicht so lange in Benutzung habe. Ich habe ja auch erst letzten Monat den anderen Primer leer gemacht. Und das ist schon so weit aufgebraucht. Ja, es ist gut. Es tut so richtig die Poren verfeinern. Gut finde ich es auf jeden Fall. Das Problem ist, ich komme halt nicht dran an dieses Teil. Erst wenn ich wieder in Deutschland wäre. Und wer weiß, ob es bis dahin noch im Sortiment ist. Man weiß es nicht. Aber vielleicht finde ich ja in Österreich irgendeinen Ersatz. Mal schauen. Dann habe ich eben das, was ich vorher gesehen habe, von Sleek. Das habe ich drauf und mischen durch das Ganze mit den beiden Sachen. Erstens mit dem, nicht Make-up, sondern mit dem... Oh Gott, was für ein Chaos. Ich habe Angst, dass mir meine ganzen Sachen runterfallen. Mit dem Super Defense CC Cream Teil von Sleek. So sieht das aus. Die Farbe ist Light. Habe ich auch aktuell natürlich draus, sonst würde ich es euch ja nicht zeigen. Ich habe schon lange keine Videos mehr gemacht. In meinem Urlaub hatte ich nämlich keinen Bock. So, ja, das ist wirklich ein gutes Make-up. Das Problem ist nur, es ist schon sehr dickflüssig bei mir. Ich muss euch das mal näher dran halten, so sieht das aus. Ich liebe es im Sommer, aber es ist schon sehr, sehr dickflüssig. Die ist auch schon relativ alt. Ich weiß ja nicht, wie lange sie schon offen ist. Das habe ich mal von der Arbeit mitnehmen dürfen. Ja. Ich mag es aber trotzdem. Ich will es aber heuer unbedingt aufbrauchen. Auch wenn ich es im Winter verwenden würde. Ich will es unbedingt aufbrauchen. Ich konnte es auch erst benutzen, weil ich ein bisschen brauner geworden bin. Sieht man nicht in der Kamera, aber es ist wirklich so. Ich bin ein bisschen dunkler geworden. Dann habe ich eine Probe. Das hatte ich mal auch in Original. Das habe ich mal auf einer Schulung bekommen. Das ist von Lancaster, das Perfect Skin Correct and Blur. So sieht es aus. Das ist die kleine Probe. Die ist auch fast leer. Ich mische das in die CC Cream, weil dann wird sie ein bisschen nicht flüssiger, aber dann wird die Textur ein bisschen besser und lässt sich viel, viel besser auftragen. Und ich mag das Finish in Kombination mit dem. Gott sei Dank habe ich noch ein paar Proben davon. Aber ich glaube, zum Nachkaufen wäre ich mir zu geizig. Dann kommen wir zu Concealer. Einen muss ich da schon wieder fischen. So. Als allererstes unter den Augen. Ich benutze drei Sachen. Ich weiß, das ist echt verrückt, aber ich will halt was leer kriegen. Ich will nicht wissen, was ihr euch denkt. Ich benutze sogar vier Sachen. Moment. Wo ist das andere? Die Sachen habe ich auch übrigens heute wieder drauf. Ein paar Sachen habe ich jetzt schon länger nicht mehr verwendet, aber die meisten will ich jetzt wieder verwenden. Überhaupt das Augen-Make-up gefällt mir so, so gut. Ich habe das jetzt schon in mehreren Videos oben gehabt, weil man das auch entweder ganz, ganz leicht machen kann
aber dazu komme ich gleich. Und dann einen starken Lippenstift, aber dazu komme ich gleich. So. Als allererstes den Concealer von Lancôme, den habe ich ja auch mal von der Arbeit bekommen. Ich kriege Lancôme-Sachen immer nur geschenkt, kaufen tue ich mir eigentlich selten was leider davon. Obwohl ich die Marke wirklich sehr, sehr mag. Das ist einer der Marken, was mir wirklich gut gefallen. Der sieht so aus, der ist auch, glaube ich, schon fast leer. Es hört sich nicht mehr wirklich voll an. Ich bin gespannt, wenn er mal leer wird. Ich glaube, ich sollte ihn noch aufschneiden dann, oder? Tja, eigentlich schon. Der Nachfolger gefällt mir aber besser. Den Nachfolger finde ich viel, viel besser. Das ist der Vorgänger und die ist neu formuliert worden. Also der Concealer ist neu formuliert worden und seitdem mag ich ihn lieber. Aber ich glaube, ich würde trotzdem zu meinem Pro Longwear von MAC zurückgreifen. Ich mag den, ich finde ihn auch vergleichbar, aber manchmal, jetzt tut das auch wieder, kriegt er ein bisschen die Fältchen. Manchmal. Es ist nicht immer so. Es kommt immer auf meine Haut an. Und beim Pro Longwear, das müsste ich nochmal testen. Aber den hatte ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr und der geht mir richtig ab. Dann für Rötungen noch zum Abdecken habe ich den von... Oh Gott, wie mache ich das? Habe ich den von Essence. Der sieht so aus. Den mag ich auch sehr, sehr gern. Der ist wirklich gut. Ich hätte mir nie gedacht, dass ein Essence Concealer gut ist. Aber der ist wirklich gut. Dann habe ich noch, das ist jetzt kein Concealer, aber das tue ich nur auf dem... Also trage ich nur auf den Wangen auf, weil das dann so... Ich finde, die Wangen hervorhebt und der Highlighter besser ausschaut. Ich weiß nicht, das klingt vielleicht dämlich, aber ja, schaut schon sehr ungeschmackig aus. Habe ich mir mal im Bahndorf gekauft. Ich hoffe, dass mir das Ding niemals leer geht. Das sieht so aus und ist von Estee Lauder. Das gibt's auch, also bei uns gibt es das nicht mehr. Wir haben auch keinen Estee Lauder bei mir in der Filiale. Aber soviel ich weiß, ist der aus dem Sortiment gegangen. Und ich habe den damals mir mal im Bahndorf gekauft, weil die haben ja Sachen, die auch länger, also die es schon lange nicht mehr gibt. Ich will unbedingt mal wieder dort raus, aber ja. Das ist ein anderes Thema, glaube ich. Dann zum Pickel abdecken habe ich den MAC Studio Finish Concealer in NW15. Habe ich mir ja extra gekauft, weil ich einen Gutschein hatte. Habe ihn sogar noch. Also ich habe noch ein bisschen was von dem Gutschein. Und ich glaube, ich werde mir jetzt demnächst wieder was holen von MAC. Ich weiß, ich habe eh so viel Scheiß, aber der sieht so aus. Ich gehe da nur mit dem Finger rein. Ich wollte das eigentlich immer mit dem Pinselchen auftragen, aber ich tue meine Hände desinfizieren. Ich habe da so einen, ich glaube, da steht's. Ja, da. Ich habe da so ein Handdesinfektionsgel bei mir am Schminktisch stehen. Und bevor ich mit irgendwas mache, tue ich immer meine Hände desinfizieren. Ja, ich hoffe, mit dem komme ich lang aus. Mit dem mag ich wirklich, wirklich gerne. Würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn der leer wird. So. Soll ich das Gesicht noch fertig machen? Machen wir das Gesicht noch fertig. Dann habe ich Bronzer drauf. Einmal den Bourjois. Das gibt es ja leider bei uns nicht mehr. Den Schokobronzer, der schaut schon ziemlich, ziemlich benutzt aus. So. Das ist komisch. Der Pinsel, den ich verwende, ist nie nass, aber trotzdem passiert das so. Naja, ich mag ihn aber sehr, sehr gern. Und wenn ich ihn kombiniere mit dem hier, weil ich du erst die harten Kanten damit zeichne, mit dem Bourjois, und verblenden gehe ich dann noch mit dem, den brauche ich euch eigentlich gar nicht mehr zeigen, den kennt ihr eh auswendig, den New York City Bronzer. So sieht er aus, in der Farbe Sunny. Und der ist schon echt gut benutzt. Und der wird und wird nicht leer. Also ich liebe den. Der hält sowas von lange. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich glücklich wäre, wenn ich ihn aufbrauchen würde. Obwohl da schon ein riesen Monster hinter Pan drin ist. Aber ich glaube, ich wäre nicht so stolz drauf, wenn ich ihn dann doch irgendwann leer kriegen würde. Weil den mag ich echt gern. Kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Jetzt, wo ich ihn schon über ein Jahr, glaube ich, verwende, kann ich mir das gar nicht mehr ohne den vorstellen. Als Puder zum Fixieren habe ich jetzt ein anderes. Das ist das LCN, heißt die Marke. Ach, da habe ich mir so viele Backups von dem gekauft, wegen dem Duft und wegen dem... Wenn mein Blog funktionieren würde, spinnt nämlich leider schon wieder, könnte ich euch einen Blogpost verlinken. Ich versuche es trotzdem. Ihr werdet wahrscheinlich keine Bilder sehen, aber ihr könnt ja lesen, was ich darüber schreibe. Ich hoffe, dass bis dahin der schon funktioniert, der Blog. Jedes Mal ist irgendwas anderes, das macht mich echt fertig. Ja. Das hat eigentlich ein Leopardenmuster, aber das ist schon, also ich meine, ein bisschen kann man es doch erkennen, aber ja, eigentlich hat es ein Leopardenmuster. Ich liebe dieses Puder. Es ist auch, ich benutze so viel und wird nicht weniger. Es hat zwar schon eine coole, aber ich komme mit dem so lange aus, finde ich echt gut. Mit meinem Catrice, was ich da immer habe, finde ich, komme ich nicht mehr so lange aus. Da war das Hitteband schneller erreicht. Kann mich nicht mal erinnern. Oh Mann, okay, egal. Dann machen wir gleich Rouge, weil dann können wir sich komplett auf die Augen konzentrieren. Und die Lippen, glaube ich, mache ich dann am Schluss.
Als Blush habe ich einmal wieder meinen Creme Rouge von Catrice oben. Ich weiß, da ist eine Schneeflocke drauf. Das ist dieses von der Siberian Call. Korallalalal heißt der. So sieht er aus. Der ist schon ziemlich verwendet. Wirklich sehr stark benutzt. Ich mag den aber so gerne. Lässt sich so schön auf der Haut verblenden. Das Rouge, also es lässt sich, ist ja egal. Ja, ich mag es sehr, sehr gern. Bin gespannt, wie ich reagiere, wenn das mal leer wird. Dann habe ich drüber, ich muss mich ein bisschen beeilen, ich habe das Gefühl, ich rede so lange über die ganzen Sachen. Dann habe ich drüber das hier, das ist auch eins von Catrice, aber ein Puder Rouge. Das ist sehr, sehr benutzt. Sehr, sehr benutzt. Ich mag es aber sehr, sehr gerne. Ja, wie heißt denn du? Das heißt Apricot Smoothie. Ist sehr, sehr schön, das Rouge. Das gefällt mir so gut, ich habe es auch oben. Natürlich, sonst würde ich es jetzt nicht sagen. Ich habe doch einen Monster-Pickel. Ja. Ja, ich mag es wirklich, wirklich sehr gerne. Ist eins meiner Liebsten. Also die Catrice damals in dieser Verpackung, aber mit den zweifärbigen, fand ich so, so gut. Da habe ich so viele davon. Ja, und eins wird bald leer. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe noch zigtausend andere. Dann als Highlighter. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nö. Dann habe ich als Highlighter den MAC Shell. Also die Cream Color Base in Shell. Heute kann ich irgendwie nicht reden. Irgendwie funktioniert das nicht ganz. Mal so. Da ist nicht mehr viel drinnen. Also da ist ganz, ganz wenig nur noch drin. Und ich habe keine Ahnung, welchen Highlighter ich als nächster dann verwende. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht zwei Highlighter verwenden soll. Den und den dann einen anderen dann drüber. Aber ich glaube, das ist ein bisschen viel, oder? Obwohl, egal. Wenn man so viel hat wie ich, da ist das egal. Ich muss es mir noch überlegen. Bis jetzt habe ich die ganze Zeit nur den hier verwendet. Aber der ist so schön, ich liebe den. Ich wüsste nicht, was ich machen soll, wenn der leer wird. Ich habe mich so an die ganzen Sachen, die ich zurzeit benutze, habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll, wenn die leer sind. Ist nicht so, als hätte ich nicht zigtausend andere Sachen, aber ist halt komisch, wenn man ein Produkt über ein Jahr verwendet. Ja, dann habe ich noch fixiert mit meinem heißgeliebten MAC Fix Plus. Das riecht auch nach Kokosnuss. Das ist diese Limited Edition. Ich liebe es. Ich mache vorher noch Lippen und Augenbrauen zuerst und dann komme ich auf die Augenwette. Ich muss ein bisschen schneller werden. Ich habe nur so viele Sachen und ich rede so langsam. Beziehungsweise ich lasse mir so lange Zeit. Also als Lip Liner habe ich einen von MAC oben. Den habe ich in letzter Zeit sehr, sehr oft benutzt. Auch im Urlaub meistens immer benutzt. Das ist der Naked Liner. Tja, wie mache ich das? So. So sieht er aus. Ja, ist ein nudefarbener Lip Liner. Ich liebe den. Ich glaube, ich würde ihn mir nicht nochmal nachkaufen. Weil ich bin jetzt nicht so ein großer Lip Liner-Fan von MAC. Ich finde, die sind ein bisschen von der Mine her zu hart. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht haben sie das schon verbessert, aber ja. Ich habe die ja schon urlang. Deswegen will ich die unbedingt aufbrauchen. Als Lippenstift habe ich einen von Max Factor. Den gibt es sogar jetzt. Da war, glaube ich, mal in so einem Aufsteller. Und dann haben die ihn im Sortiment aufgenommen. Das ist die Farbe Simply Nude 725. Und der ist so schön. Der ist echt schön. Den mag ich wirklich sehr, sehr gern. Das mag ich nicht sehr, sehr gern. So. Und drüber habe ich noch als Lipgloss, weil ich das in letzter Zeit so gerne trage, besonders bei Nude-Lippen, habe ich jetzt einen von Essence. Das ist ein Apple Pie Lipgloss. Ja, ich glaube, meiner von MAC ist bald leer und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche bald neue Nude-Sachen raus, weil dann kann ich die in die Tasche tun. Ich trage, wenn ich unterwegs bin, trage ich nur Nude, fällt mir auf, weil das einfach zum Auftragen wieder ist. Und nicht so lästig wie ein roter Lippenstift beim Burger essen. Mache ich, glaube ich, nie wieder. Dann Augenbrauen. Ich habe das von MAC, das kennt ihr ja eh, das habe ich euch schon öfter gezeigt. Deep Dark Brunette heißt das. Brow Gel Creme. So sieht das aus. Das ist schon sehr stark benutzt. Ich liebe es noch immer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne den zu sein. Dann als Augenbrauen Gel, und ich muss sagen, es schaut schon echt eklig aus, habe ich noch immer das von Essence, das Little Eyebrow Monsters heißt das, glaube ich. Ja, das war ja eine LE. Ich finde es okay, aber das Problem ist, dass nach einer Zeit biegen sich doch die Härchen ein bisschen wieder weg. Ja, aber ich kann sowieso nicht viel dazu sagen, das ist sowieso limitiert. Es ist auch bald leer, es ist nicht mehr viel drinnen, wenn ihr das seht. Gott sei Dank, aber ich habe schon ein anderes, was ich dann verwenden will. Okay. Augen. Als allererstes, ich muss ein bisschen schneller machen, weil sonst glaube ich schlaft sie noch ein.
Ong von Rivalde Loop Young, die Eyeshadow Base. Ich habe keine Ahnung, ob es die noch gibt. Wenn, würde ich sie mir auf jeden Fall nachkaufen. Das ist die einzige Lidschattenbase, die irgendwie auf meinem Auge hält. Ich kann die auch meistens so solo tragen oder ein MAC Paint Pot dann drüber und dann hält das. Aber bei manchen Lidschattenbases halten die einfach nicht bei mir. Und die hätte ich gerne nochmal. Die hätte ich wirklich gerne nochmal, weil wie ihr sehen könnt, ist die bald leer. Aber ich habe eh noch so viele MAC Paint Pot. Vielleicht ist es besser, wenn ich die mal leer mache. Aber die ist echt gut. Die kann ich wirklich empfehlen für Leute, die halt in Deutschland wohnen und die öfter nachkaufen können. Dann habe ich drauf den Raise the Curtain vor, den Essence Creme Lidschatten. Ich habe das Gefühl, dieses Ding fühlt sich immer von neu wieder auf. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, da tut sich nichts. So sieht die Farbe aus. Den liebe ich. Aber ich habe das Gefühl, er trocknet umso mehr immer ein. Umso öfter ich ihn verwende, umso mehr trocknet er, glaube ich, ein. Ja, ich hoffe, dass ich den jetzt mal bald leer kriege. Weil ich habe jetzt eine Zeit lang einen anderen Creme-Lidschatten drüber verwendet von MAC und den mochte ich noch lieber. Aber ich will zuerst den aufbrauchen, bevor ich den von MAC weiterverwenden kann. Klingt dämlich, ist aber so. Ja, dann Lidschatten. Da muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass man da einer rausfällt. Wie mache ich das? Ja, ich hab's gewusst. Ich höre es schon. Ich höre es schon. Es fliegt gleich was. Ja, auf der Lidfalte habe ich den. Aber nur bis zu, nicht ganz bis zur Mitte, so ein Viertel davon, oder? Sagt man das so? Oh Gott, Leute, heute bin ich echt zu doof für alles. Also bis hier habe ich den hellen. Das ist ein Basic-Lidschatten, das war mal von Schlecker eine Marke. Gibt's nicht mehr. Aber ich fand den so, so schön und die Kombi schaut so schön aus. Also das Grün und das, was ist das für eine Farbe? Beige? Creme? Irgend sowas. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Es schaut schon ziemlich verwendet aus, aber das Grün ist noch mehr verwendet. Das habe ich dann außerhalb verteilt. Ich finde das schon so schön aus. Mir gefällt das so, so gut, weil man mit der Augenkombi trotzdem noch einen knalligen Lippenstift tragen kann. Das habt ihr ja in den letzten Videos gesehen. Da habe ich meistens das oben gehabt. Nur habe ich halt da mehr von dem Hellen genommen als von dem Grünen, damit man das nicht so stark gesehen hat. Das Grüne, aber heute habe ich ein bisschen mehr Grün genommen, damit man das Grüne eben sieht. Ja, Luft holen. So, den habe ich um. Das ist ein Essence-Lidschatten. Reden ist schwer heute. Den gibt es aber leider nicht mehr. Der heißt Pretty Funky. Ist die Nummer 31. Den habe ich, glaube ich, mal von Essence zugeschickt bekommen, weil mir Wimpern kaputt gegangen sind und ich habe die angeschrieben. Und über den war ich echt froh, weil ich liebe sowieso grüne Lidschatten. Also grüne Lidschatten und ich sind so. Und in der Lidfalte habe ich den von der Deko, die 517. Ich hoffe, ich kann. Ich habe Angst, dass mit der, weil der hat kein Magnet drauf, dass mir der rausfliegt. Obwohl der eh unwichtig ist. Das ist nur eine Yves Rocher Lidschatten. So, hier, den habe ich oben auch noch in der Lidfalte. Der ist auch bald leer. Aber ich mag den sehr, sehr gerne. Also du kommst. Was habe ich mit meinen sehr, sehr gerne? Könntest du ein Trinkspiel aus dem Video machen? Ach Gott. Unter der Augenbraue habe ich dann den Douglas Lidschatten. Den kennst du ja eh, glaube ich, auswendig. Das ist der Noemi. Riesenhitte Pan drinnen. Im Augeninnenwinkel habe ich einen von Essence. Der Steinalt. Das war mal aus irgendeiner Black and White LA. Habe ich auch reduziert damals gekauft. Sieht so aus. Kennt ihr eh auch aus anderen Videos. Den benutze ich eigentlich immer in so einem. Immer in. Im Innenwinkel. Halleluja! So. Ah, ich trottel. Ich habe einen vergessen, euch zu zeigen. Bevor ich mit dem Art Deco Lidschatten in die Lidfalte gehe, mische ich das Grün und dieses Helle noch mit meinem MAC Retro-Speck-Lidschatten. Und ich liebe die MAC-Lidschatten. Ich liebe MAC-Lidschatten. Ich meine, das klingt vielleicht typisch für mich, aber ich liebe wirklich MAC-Lidschatten. Das Einzige, was ich so, so gern mag, jeder einzelne Lidschatten, den ich bis jetzt gehabt habe, ist aus dem Pfännchen rausgekrümelt. Ja, wirklich rausgekrümelt. So, dass man es wieder neu pressen hat müssen und dann wieder verwenden hat müssen. Und dafür bin ich einfach zu faul. Auf das habe ich keine Lust. Aber beim MAC ist das nicht so. Die bleiben wirklich so lange in dem Pfännchen, bis man das aufgebraucht hat. Wirklich, das ist der Rest. Ich habe das noch nie pressen müssen nochmal. Ich habe in der Mitte angefangen und rundum mal dumm. Ihr habt das ja eh verfolgen können. Und das ist der Rest, der jetzt noch übrig bleibt. Und es wird jeden Tag weniger. Und ich liebe diesen Lidschatten und ich bin froh, dass ich noch ein Backup von dem habe. Weil ich habe den noch in einer Palette drinnen. Also in so einem 4er-Quad habe ich den, glaube ich, noch drinnen. Weil den mag ich echt gern, den Lidschatten. Bin ein bisschen traurig, dass er bald leer wird.
weil ich mir den nicht nachkaufen kann, weil ich eh noch ein Backup habe. Und ich weiß nicht, was ich als nächster dann zum Verblenden nehme. Wahrscheinlich wieder was vom MAC. Weil ich habe irgendeinen Lidschatten, so ein Pigment. Das würde ich gerne als nächster nehmen. Aber dazu dann irgendwann einmal mehr. Bevor das Video jetzt irgendwann nochmal in den Rahmen. Ich kann nicht reden, Leute. Ich muss mich auch unbedingt beeilen, weil ich sollte meine Wohnung noch fertig putzen, weil ich muss ab Mittwoch wieder arbeiten gehen. Hat euch sehr interessiert, ich weiß. Also, auf der Wasserlinie habe ich den Make-up Factory, den kennt ihr eh auswendig. Dann zuerst, oh Gott, dann zeichne ich zuerst eine Linie für meinen Eyeliner mit dem Make-up Factory Automatic Eyeliner 01A. Da ist leider nicht mehr viel drinnen. Das ist das Einzige, was noch übrig ist von dem Ding. Das heißt, ich müsste mir dann eigentlich einen schwarzen kaufen oder ich schaue in meiner Sammlung nach. Ich kann ohne den nicht mehr. Das Problem ist nämlich bei dem Gel-Eyeliner, wenn man das ohne einen Kajal drunter benutzt, wie soll ich das erklären? Wenn man einen Eyeliner zieht, nimmt man immer ein Stück von dem Eyeliner weg und man hat dann so Löcher drin. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Und das ist so kacke. Ich mag den, aber ich finde, den gibt es eh nicht mehr. Oder? Nein, den gibt es immer mehr. Aber ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Das Problem ist halt nur, dass der sehr, sehr gelartig ist. Und dass da immer so ein Stück dann verschwindet, wenn man ihn verwendet. Er ist schon sehr weit aufgebraucht. Ich habe noch ein paar Eyeliner. Aber ich mag den. Aber als Ersatz würde ich mir vielleicht sogar den MAC Black Track dann kaufen. Wenn ich den mal irgendwann einmal leer kriegen sollte. Irgendwann einmal. Und als letzter Mascara. Ich habe jetzt aktuell in Verwendung die Lancôme Grandiose Extreme. Die sieht so aus mit der Blume da oben. Und die hat ja so einen Schwanenhals. Da muss ich immer so aufpassen. So. Sieht so aus. Ich finde die gut, aber sie hat viele, viele Fehlerchen, die ich nicht mag. Das erste ist, ist sehr dickflüssig. Seht ihr das? Die Mascara ist sehr, sehr dickflüssig. Ich habe immer Angst, dass ich mir den Kopf abreiße von dem dämlichen Bürstchen. Weil das ist vielen schon passiert angeblich. Und deswegen bin ich immer so übervorsichtig. Übervorsichtig. Nur das, was ich noch gut finde, ist, dass wenn man es zumacht, hat man dann noch so ein, wo es dann komplett geschlossen ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Noch ein Problem ist, dass ich die vom Auge nicht mehr abbekomme. Sie macht ein urschönes Ergebnis. Naja, so schön auch wieder nicht, wenn wir ehrlich sind. Sie zieht ein bisschen meine Wimper nach unten. Seht ihr das? Naja. Ja, ich fand sie eigentlich nicht schlecht. Ich werde sie jetzt natürlich aufbrauchen, weil ich habe eh so viele Mascaras. Ich habe eine schon mal gehabt von der und habe die aber meiner Schwester geschenkt, weil die fand ich noch schlechter als die. Die Grandiose Extreme finde ich noch ganz okay. Die andere ist ein bisschen die erste, was rauskommen ist. Bis auf die blaue, die es da gab, die war Hammer. Aber die gibt es leider nicht mehr. Ja, also ich würde die mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Ich finde bis jetzt als einzige Mascara von Lancôme finde ich nur die Hypnose gut. Und auch so mit Augen zukneifen, weil die man wirklich sehr schlecht vom Auge runterkriegt irgendwie. Wirklich sehr schlecht vom Auge runterkriegt. Hätte ich jetzt fast vergessen, war da zwischen meinen Beinen verschwunden. Als Eyeliner unten am Wimpernkranz habe ich jetzt auch einen von Lancôme. Den habe ich mir nehmen dürfen von der Arbeit, weil ich fand die so schön. Ich habe auch einen grünen. Der ist so, eigentlich sollte ich den grün verwenden, ich glaube, das mache ich ab morgen, weil der ist so lila, er ist hell lila und ich finde trotzdem, dass der gut dazu passt. Den habe ich in fast jedem Video tragen, nur weiß ich die Farbbezeichnung leider nicht mehr, weil den gibt es auch nicht mehr. Und das da unten kann kein Schwein lesen. Leider, ja, aber da sieht man es auch, die Farbe. Das ist eher so ein helles Grau, lila Topis oder so. Auf jeden Fall ist er echt schön. So, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, euch hat das nicht so gelangweilt. Aber ich wollte ein bisschen näher auf die Sachen eingehen, die ich benutze und so. Damit ihr ein bisschen mehr wisst drüber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, was ihr als Produkt habt, was ihr immer verwendet, wo ihr nicht ohne den leben könnt. Das würde mich wirklich interessieren, ob viele das auch so haben wie ich. Und dann können wir sicher im nächsten... Was rede ich? Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, bye. Ich höre jetzt so oft, das wird immer peinlicher.